Wir lassen ihr keinen Wahlkampf durchgehen, wo sie nach dem Motto verfährt: Ehe der Hahn dreimal gekräht hat, werde ich mein eigenes CDU-Grundsatzprogramm verleugnet haben. Ja, so ist das. Da gab es ein Papier des Wirtschaftsministers Karl Theodor zu Guttenberg. Da stand drinne: Wir wollen die indirekten Mehrwertsteuersätze anheben. Wir wollen den Kündigungsschutz lockern. Wir wollen befristete Arbeitsverhältnisse zur Regel machen. Alles Gedankenspitzen, haben wir nie dran gedacht. Peinlich. Alle diese Forderungen, die dann für Unsinn erklärt wurden, alle diese Forderungen finden Sie im Grundsatzprogramm der CDU von 2007. Okay, ich bin bereit zu akzeptieren, dass diese Forderungen Unsinn sind, sie uns Unsinn, aber dann ist auch das CDU-Grundsatzprogramm Unsinn und dann sollten solche Leute in diesem Lande nicht regieren.